Artikelnummer SCP-029. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-029 ist in einer Klasse 5 Verwahrzelle eingesperrt. Ihr ist sämtlicher Zugang zu physischen Gegenständen untersagt. Ihre Zelle ist hinter einer dreifachen Schleuse zu platzieren, um ihr Entkommen zu verhindern. Seit Vorfall 029-34A ist SCP-029 nicht mehr mit Nahrung zu versorgen, da sie diese offenbar nicht zum Überleben benötigt. Es sind zu allen Zeiten 3 Wachen vor ihrer Zelle und 2 im Überwachungsraum zu stationieren. In den Wänden der Verwahrzelle wurde eine Flutlichtanlage installiert, die zu jeder Zeit eingeschaltet sein muss. Einmal im Monat ist die Zelle zu reinigen und auf Mängel zu überprüfen. Unter keinen Umständen dürfen Männer in irgendeiner Weise Kontakt mit SCP-029 haben. Männer, die mit SCP-029 in Berührung gekommen sind, müssen vor der Terminierung in Klasse 3 Haft genommen werden, um eine Befragung zu ermöglichen. SCP-029 hat bisher um die folgenden Gegenstände gebeten: Ein Bett, verweigert. Eine Decke, verweigert. Bücher, verweigert. Kleidung, verweigert. Kleidung haben? Wir sind doch keine Tiere. Sie sollen sich was anziehen dürfen. Dr. Erika Bodin. Dr. Bodin, Sie erhalten die Erlaubnis, SCP-029 Kleidung auszuhändigen. Dr. Light. Seit Vorfall 029-53B muss jeder, der potenziell Zugang zu SCP-029 hat, zunächst das Überwachungsband 029-Bodin ansehen, um an die Gefahren erinnert zu werden, die bei der Arbeit mit SCP-Objekten und insbesondere mit SCP-029 auftreten können. Beschreibung: Bei SCP-029 handelt es sich scheinbar um eine pubertierende Frau asiatisch-indischer Abstammung. Sie scheint an Alopecia universalis zu leiden. Über 80% ihrer Körperpigmentierung ist ein reines Schwarz, während der Rest ihrer Haut einen kompletten Mangel an Melanin aufweist, vergleichbar mit Albinismus. Ihre Augenfarbe ist ebenfalls schwarz. SCP-029 zeigt eine Vorliebe für Mord und hat ihre bemerkenswerten Fähigkeiten unter Beweis gestellt, jeden Gegenstand als Waffe verwenden zu können. Sie hat jedoch den starken Zwang, dabei kein Blut zu vergießen, und zieht es vor, ihre Opfer zu erwürgen. SCP-029 ist äußerst geschickt und ihre körperliche Reaktionszeit ist 4-mal schneller als bei einem Durchschnittsmenschen. SCP-029 ist auch weitestgehend immun gegen Schäden aller Art. Beide dieser übermenschlichen Fähigkeiten werden durch helles, direktes Licht stark beeinträchtigt. Es ist dabei irrelevant, ob es sich um natürliches oder künstliches Licht handelt. Darüber hinaus unterwerfen sich alle Männer, die innerhalb ihres Wahrnehmungsbereichs treten, vollständig ihrem Willen. Diese Männer sind auch bereit, für SCP-029 zu töten oder für sie zu sterben. SCP-029 bezeichnet sich selbst als, was grob übersetzt, Tochter der Dunkelheit, Tochter der Schatten oder Tochter der Nacht bedeutet. Befragungen von SCP-029 haben sich als schwierig zu führen erwiesen, da SCP-029 ständig versucht, alle, die mit ihr sprechen wollen, zu töten oder zu bekehren. Im Laufe der Jahre ihrer Gefangenschaft haben sich die schwarzen Bereiche auf ihrer Haut vergrößert. Die Foundation wurde zum ersten Mal auf SCP-029 durch einen Agenten aufmerksam, welcher auf einer Mission in Indien unterwegs war. Ein Anschlag auf sein Leben führte ihn zu einem kleinen Kult von Männern, die sich als Fagis im Dienste der Tochter ausgaben. Nach mehrwöchigen Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie glaubten, die Welt befinde sich in den letzten Jahren des Kali-Yuga und dass sie, indem sie der Tochter der Dunkelheit 1 Million Menschenleben opferten, ihre Göttin beschwören und den Untergang der Welt auslösen könnten. Sie glaubten auch, dass nur durch Strangulation erbrachte Opfer zu dieser Zahl gerechnet werden konnten. Seine Ermittlungen führten den Agenten zu einer Bergfestung des Kultes, wo er SCP-029 entdeckte. Nach dem Verlust des besagten Agenten, Daten gelöscht, der in der Inbesitznahme von SCP-029 durch uns endete. Anhang: 7 Jahre nach der Gefangennahme begann SCP-029 ein anormales Wachstum in ihrer schwarzen Pigmentierung zu zeigen. Als sie dazu befragt wurde, behauptete sie, dass ihre, Zitat, Anhänger wieder handlungsbereit sind. Unsere Untersuchungen führten uns zu einer Zelle sogenannter Fagis, die uns bei der ursprünglichen Mission entgangen waren.
Nachdem wir herausgefunden hatten, dass alle ihre Anhänger an einem ihrer heiligen Tage an einem Versammlungsort sein würden, wurde ein taktischer Luftangriff durchgeführt. Als die erste Bombe fiel, erwachte SCP-029 aus ihrem Schlaf und schrie aus vollen Lungen. SCP-029 schrie für die nächsten 4 Stunden weiter und schimpfte und tobte, dass wir, Zitat, ihre Leute töten würden. Seit diesem Ereignis ist das Wachstum der schwarzen Pigmentierung vollständig zum Stillstand gekommen. SCP-029 hat außerdem ihre Fluchtbemühungen verdoppelt. SCP-2820 wurde als eine mögliche Methode zur Neutralisierung vorgeschlagen, falls sich die Situation verschlechtern sollte.